Kai Weiland hat es mit eiserner Disziplin geschafft, ein Haus für seine Familie zu kaufen. Und im Job läuft gerade alles bestens. Doch plötzlich steht eine Frau vor der Tür, die Unheil über sein Leben bringt. Ich hätte gerne mit Kai geredet. Darf ich fragen, was Sie von meinem Mann wollen? Ja, ich will, dass er endlich zu mir steht. Wir haben nämlich seit 3 Monaten eine Affäre und ich bin in der 6. Woche schwanger. Verzweifelt versucht mein Mandant, diese Unbekannte als Lügnerin zu entlarven, mit Methoden, die ihm fast Kopf und Kragen kosten. Ich bin Isabella Schulien. Ich werde herausfinden, warum diese unbekannte Frau das Familienglück meines Mandanten zerstören will. Die Weilands sind seit 2 Monaten stolze Besitzer eines Einfamilienhauses. Doch das alte Gemäuer steckt voller Probleme. Und was ist jetzt? Ja, wieso geht das nicht? Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht sollten wir doch einen Elektriker holen. Ach, ein Elektriker kostet doch wieder Geld. Ach, allerdings, wir haben so viele Rechnungen noch zu zahlen. Das Haus frisst uns echt noch die letzten Haare vom Kopf. Ja. Ja. Ach, Schatz. Wenn ich den Geschäftsführerjob habe, ist mit Geld kein Problem mehr. Das mit der Elektrik kriege ich auch alleine hin. Wann geht denn der Strom jetzt endlich wieder? Der Computer ist gleich leer. Ach du, wir haben ganz andere Probleme, Lea. Moment, ich guck mir das mal nochmal an. So, Mädels. 3, 2, 1. Oh. Hä? So, jetzt geht das mal auf aus dem Musikleiser, ja? Ich brauche das Geld für meine Klassenfahrt. 250 Euro. So viel Geld. Ach, bis morgen. Das kriegen wir schon hin, okay? Versprochen. Wer ist das denn nicht? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Ich schau mal. Ich hab Licht gemacht. Hallo. Ich hätte gerne mit Kai geredet. Darf ich fragen, was Sie von meinem Mann wollen? Ja, ich will, dass er endlich zu mir steht. Wir haben nämlich seit 3 Monaten eine Affäre und ich bin in der 6. Woche schwanger. Und das hier, das ist das erste Ultraschallbild von unserem Baby. Ich glaube, Sie haben sich in der Tür geirrt. Was ist los? Du hast mir versprochen, es deiner Frau endlich zu sagen. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Soll das ein Witz sein? Das heißt, du willst weiter lügen, ja? Hä? Sagen Sie mal, ich habe Sie noch nie im Leben gesehen. Verschwinden Sie hier. Hören Sie, ich sage die Wahrheit. Vorletztes Wochenende, als Sie mit Ihrer Tochter bei den Großeltern waren, da habe ich mich mit Kai hier in Ihrem Haus getroffen. Und das nette Pärchenfoto da auf dem Nachttisch, das hat er jedes Mal umgedreht. Du hast eine Affäre mit dieser Frau. So ein Quatsch. Ich habe dich nicht betrogen und ich würde dich auch nie betrügen. Woher weißt du denn von unserem Foto? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Woher wissen Sie das von dem Foto? Was soll das eigentlich? Ich muss doch an unser Baby denken. Kai. Hä? Jetzt, wo alles raus ist, haben wir doch endlich eine Chance. Das ist doch völliger Schwachsinn. Wenn Sie verschwinden jetzt hier, Sie haben doch einen kompletten Fisch im Arsch. Blöde Drecksschlampe. Du glaubst diesen Quatsch doch nicht, oder? Sie weiß von unserem Foto. Sie war in unserem Schlafzimmer. Wie lange geht das denn schon? Steffi, ich schwöre dir, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, dafür wusste sie aber ganz schön viel, ja? Also, was ist denn hier überhaupt los? Ach, Kleines. Wir haben gerade eine kleine Diskussion, aber das klären wir gleich, okay? Okay. Jetzt, Steffi, warte! Hör mir doch mal zu, Mann! Steffi, ich kenne diese Frau nicht! Ach nein? Nein! Woher wusste sie denn, dass ich mit Leber meinen Eltern war? Ha? Woher kannte sie denn die ganzen Details? Ich weiß es nicht! Steffi, was machst du denn da eigentlich? Ja, siehst du doch, packen! Da drüben, ja? Da drüben habt ihr es in unserem Bett getrieben. Ist ja wohl das Allerletzte. Fremdgehen ist ja schon verarsche genug, ja?
Aber das ist ja so ekelhaft. Steffi, ich kann mir das doch auch alles nicht erklären. Hau ab! Ich will dich nicht mehr sehen. Hau ab! Wo soll ich denn jetzt hin? Hau ab! Geh doch zu deiner Anja. Mit der hast du doch auch schon eine Familie gegründet. Oh Mann. Steffi! Fuck! Vor 12 Stunden war das Leben von Kai Weiland noch so gut wie perfekt. Doch nun steht seine Ehe kurz vor dem Aus. Wenn er es nicht schafft, seine Unschuld zu beweisen, wird sich sein Traum von einer perfekten Familie bald in Luft auflösen. Hey, hast du hier gepennt? Hey, ja, ich habe einen riesen Stress zu Hause. Was ist denn passiert? Kannst dir nicht vorstellen. Willst du einen Espresso? Ja, klar, gerne. Kann ich echt gebrauchen nach der Nacht hier. Mann, ey, die Schnauze voll. Jetzt erzähl mal, was los ist. Hier. Stell dir vor, ich sitze zu Hause, ja? Klingelt's an der Tür. Ja? Ja. Oh, hallo. Grüß Frau Schulin. Hallo. Frau Schulin, meine Anwältin, Marc Steiner, mein Arbeitskollege. Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie haben mir am Telefon schon gesagt, worum es geht und dass es eilt. Ja, klar. Okay, also gestern taucht halt diese schwangere Frau bei uns auf und ich habe mit der Sache echt nichts zu tun, ja. Und ich weiß nicht, wer die ist. Meine Frau glaubt mir natürlich kein Wort. Das macht mich verrückt. Ehrlich gesagt hört sich die Geschichte auch merkwürdig an. Klar. Was halten Sie davon, wenn noch mal in Ruhe mit Ihrer Frau sprechen? Ja, würde ich ja gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Ich muss hier arbeiten. In den nächsten Tagen steht meine Beförderung auf dem Plan und dafür habe ich echt 3 Jahre gearbeitet hier. Und dort Abend ist eine wichtige Firmenfeier. Ich kann hier absolut nicht weg. Du, ich kann auch für dich einspringen. Ist kein Problem. Marc, das geht nicht. Er ist ja echt lieb von dir gemeint, aber Antonio kriegt die Krise, wenn ich nicht da bin, ja? Ach, Antonio, wer ist das? Entschuldigung, Antonio ist unser Chef. Ach, der ist doch eh auf dieser Foodmesse. Der kommt später. Okay, die Foodmesse, genau. Okay. Ja gut, dann mach das, ey. Okay, mach das. Ich bin echt was schuldig, Marc. Mach ich doch gerne, Mann. Wollen wir dann mal los? Gut, okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Bis später, ja? Du, was ist mit deinem Zeug hier? Kannst du das eben wegpacken, stopfst du einfach da vorne irgendwo rein, ja? Okay, mach ich. Ciao. So. Das ist bei uns noch ein bisschen durcheinander alles gerade. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Kein Problem. Wir sind vor 2 Monaten gerade erst hier eingezogen. Schönes Haus. Ja, war auch unser Traum. Hätte ich mir eigentlich gar nicht leisten können. Aber jetzt, wo die Beförderung ansteht, da passt es schon. Mhm. So. Was ist das jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Hat Ihre Frau die Schlösser ausgetauscht? Sieht ganz so aus. Dazu hat sie aber kein Recht. Ey, das muss doch gehen. Das hat sie nicht gemacht, oder? Das war eine Frau. Hallo Steffi. Sag mal, was soll denn die Aktion mit dem Schloss? Und wo kommst du überhaupt her? Ich habe unsere Tochter zur Schule gebracht und ihr vorher noch das Geld für die Klassenfahrt besorgt. Ich frage mich eher, was du hier machst. Bist du nicht bei deiner schwangeren Freundin? Mann, jetzt hör mal auf mit diesem schwangere Freundin-Kram. Ja, ich habe keine schwangere Freundin. Lass uns vernünftig reden, Steffi. Danke. Kein Bedarf. Ich habe gestern schon genug gehört. Frau Weiland. Isabella Schulin, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Anwältin. Ihr Mann hat mich beauftragt, gegen diese Frau vorzugehen, die behauptet, schwanger von ihm zu sein. Aber ihr Mann sagt, dass diese Frau lügt. Ja, er sagt es. Das glaube ich ihm aber nicht. Ich glaube ihm aber. Warum sollte er mich denn beauftragen, wenn er nicht die Wahrheit sagt? Er würde doch früher oder später wegen seiner Lügen auffliegen. Bitte, lassen Sie uns doch kurz besprechen, wie es weitergehen soll. Na gut, dann kommen Sie mit rein.
Entschuldigen Sie bitte. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugemacht. So hintergangen zu werden. Ich habe dich nicht hintergangen, Steffi. Ach, das habe ich echt nicht verdient. Ach, Mann! Tut mir leid. Kacke. Mann, ja, macht nichts. Ich geh kurz rauf, zieh die andere Hose an. Frau Weiland, Sie glauben also dieser Frau mehr als Ihrem Mann? Ja, was soll ich denn glauben? Die Frau kannte sich hier in dem Haus aus. Sie wusste von unserem Foto im Schlafzimmer. Wie soll sie das denn wissen, wenn sie nicht da war? Ich bitte Sie, so ein Foto gibt es doch fast von jedem Paar. Vielleicht war das einfach nur ein Versuch. Wissen Sie, ich liebe meinen Mann. Wir sind seit 16 Jahren glücklich verheiratet. Dachte ich zumindest. Bis diese Frau da stand. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich jetzt fühle? Ja, aber was ist, wenn diese Frau lügt? Und warum will sie ihrer Familie schaden? Sie ist sehr glaubhaft. Dass du eine Anwältin eingeschaltet hast, ändert nichts an den Tatsachen. Solange die Sache nicht aufgeklärt ist, bitte ich dich, woanders zu wohnen. Wo soll ich denn wohnen? Hotel können wir uns nicht leisten. Hier kannst du auf alle Fälle nicht schlafen. Frau Weiland, Sie können Ihren Mann aber auch nicht einfach rausschmeißen. Und das mit dem Schlössertausch, das war auch nicht in Ordnung. Ja, eben. Aber ist schon okay, Steffi, ja? Wenn ich auf der Parkbank schlafe. Haben Sie vielleicht einen Freund, bei dem Sie unterkommen können? Ja, zu meinen Eltern könnte ich eventuell, aber dann geht wieder die Erklärerei los. Ja, dann erklären doch mal, was los ist. Und ich sage dir eins. Sollte sich die Geschichte als wahr entpuppen, ja? Dann reiche ich die Scheidung ein. Und zwar sofort. Immer langsam. Bei dieser Gefühlslage sollten Sie nichts überstürzen. Vielleicht klärt sich bald alles auf. Sollen wir beide dann mal los? Ja. Gut. Frau Weiland. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Die Reaktion Ihrer Frau ist aber verständlich. Ja, sicher, klar. Sie kennt mich doch, ja? Soll sie etwa einer fremden Frau mehr glauben als mir, oder was? Aber Sie müssen schon zugeben, die Geschichte ist mehr als merkwürdig. Ja, glauben Sie ihr jetzt auch mehr als mir? Nein, ich glaube Ihnen, aber das spielt doch keine Rolle. Fakt ist, die Frau hat nichts gefordert. Und die Frage ist, warum taucht sie hier auf und bringt ihr Leben durcheinander? Ja, und Fakt ist weiterhin, sie kannte Details aus ihrem Leben. Jetzt überlegen Sie mal. Sind Sie sich 100% sicher, diese Frau noch nie gesehen zu haben? Ach ja, 1000%ig, Mensch, ich kenne die Frau nicht. Ich will, dass die Verrückte dann einen Vaterschaftstest macht. Dann ist sofort klar, dass sie lügt. Das geht leider erst nach der Geburt. Außerdem, Sie kennen nicht mal den Namen der Frau. Stimmt, ich weiß nur, was die Anja heißt. Das ist doch kein Grund zu verzweifeln. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dann wird sie wieder auftauchen. Und bekommen und verlangt hat sie bis jetzt ja nichts. Dafür hat sie eine Menge Stress aufgewirbelt hier. Das war wahrscheinlich auch genau Ihre Intention, wie auch immer. Aber wenn sie noch mal auftaucht, dann versuchen Sie, den Namen rauszubekommen. Dann kann ich ihr eine Abmahnung zukommen lassen. Soll ich Sie zur Arbeit zurückfahren? Ja, klar, sicher. Moment, ich stelle gerade fest, ich habe mein Handy drin vergessen. Dann holen Sie schnell. Geh noch mal kurz rein, ja? Die Geschichte ist doch mehr als merkwürdig. Aber ich glaube meinem Mandanten. Warum pickt diese angeblich schwangere Frau sich ausgerechnet meinen Mandanten raus? Das ist die große Frage hier. Der verzweifelte Kai Weiland muss jetzt erstmal die Zähne zusammenbeißen. Denn heute steht seine Beförderung an. Doch auch dieser Abend soll nicht wie geplant verlaufen und den zukünftigen Geschäftsführer in weitere Schwierigkeiten bringen. Hoffentlich geht alles klappt mit dem Essen heute Abend. Na klar, warum denn noch nicht? Man weiß ja nie. Guten Abend, die Herren. Das sieht ja schon richtig gut aus. So, jetzt stoßen wir mal auf Ihre Beförderung, Herr Weiland. Sie holen uns drei Gläser, ich hole eine gute Flasche Champagner aus dem Keller. Okay. Na gut. Ja, gute Liebe, Mann. Den Job hast du dir auch echt verdient. Danke. Aber du, Marc, hättest ihn auch verdient. Ja, ich bin noch ein paar Jährchen jünger wie du. Naja. Meine Chance, die kommt noch. Klar. Sag mal, was ist los? Freust dich überhaupt gar nicht? Naja, mein Gott. Mit dem Job ist gerade super, aber das ist auch das Einzige, was läuft. Ach, du meinst den Streit mit deiner Frau? Streit ist untertrieben, oder? Ja, Mann, du kannst auch wirklich mal ein paar Tage bei mir unterkommen. Hier im Restaurant pennen ist ja wohl auch kein Dauerzustand. Okay, ja. Danke. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Herr Weiland? Sie haben hier im Restaurant übernachtet? Ja, die eine Nacht. Das war echt ein absoluter Einzelfall. Also, kommt auch nicht wieder vor. Ich hatte halt gestern Abend ein bisschen Stress zu Hause. Ihre privaten Probleme interessieren mich nicht. Wenn Sie hier sind, müssen Sie sich hundertprozentig für die Arbeit einsetzen. Ist das klar? Ja, kein Thema. Gut. Hier, Sie haben es sich verdient. Danke. Das ist heute nur geschlossene Gesellschaft.
Was wollen Sie denn hier? Raus! Ich bin etwas sauer auf Sie. Packen Sie bloß nicht an. Aber ich musste das gestern tun. Hallo. Hör auf damit. Wen haben wir denn hier? Keine. Hallo. Anja Ort. Haben Sie sich wehgetan? Mhm. Sie verschwinden jetzt hier, und zwar sofort! Aber Karl... Wir sehen uns noch, Anja Ort. Gott. Herr Weiland, was war das für ein Auftritt? Tut mir echt leid. Die Frau versucht gerade, meine Ehe zu zerstören, und ich weiß einfach nicht, warum. Nochmal, Ihr Privatleben hat hier nichts verloren. Ich brauche einen korrekten Geschäftsführer. Klar. Und niemand, der sich an wehrlosen Frauen vergreift. Gut. Nochmal sowas, und das war's für Sie. Okay. Haben wir uns verstanden? Alles klar. Gut, dann machen Sie hier noch alles fertig, bitte. Okay. Kai Weiland ist am Ende seiner Kräfte. Seine Frau glaubt ihm nicht, sein Chef droht ihm. Seine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Und er weiß noch immer nicht, was diese Frau von ihm will. Hallo, Herr Weiland. Sie wollten mich treffen? Hallo. Ja, das ist doch verrückt. Vor 2 Tagen war noch alles in Ordnung, ja? Wir waren noch glücklich. Wir hatten noch alles. Im Job lief super. Der Traum von unserem Haus hat sich erfüllt. Und was ist jetzt? Jetzt ist alles im Arsch. Ach, das sehe ich anders. Klar, Sie haben jetzt mal eine Ansage von Ihrem Chef bekommen, aber das ist doch nicht so schlimm. Wir haben den vollständigen Namen der Frau. Da sind wir doch schon mal einen Riesenschritt weiter. Genau, wir haben den Namen der Frau. Und jetzt werde ich nämlich rausfinden, wo die Frau wohnt. Ja? Und werde so lange die Hölle heiß machen, bis ich herausgefunden habe, was da läuft. Moment, immer langsam. Sie werden jetzt nichts Unüberlegtes tun und schon gar nicht im Alleingang. Ich muss mir zurückkommen, was mir gehört. Es kann nicht wahr sein, dass sie mir alles wegnimmt. Die hat alles zerstört. Sagen Sie mal, haben Sie mir nicht zugehört? Sie sollen hier nicht auf eigene Faust agieren. Allein Ihr aggressives Verhalten im Lokal kann rechtliche Konsequenzen haben. Diese Anja könnte Sie jetzt anzeigen. Das ist mir egal. Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ich liebe meine Frau, ja? Und ich will, dass sie mir hundertprozentig vertrauen kann. Das wird sie auch, aber nicht, wenn Sie jetzt einen Fehler machen. Also bitte, halten Sie sich zurück und überlassen Sie mir die Nachforschungen. Ja. Herr Weiland, haben wir uns richtig verstanden? Ja. Sie hat mich zurückversprochen. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz sicher. Ja. Gut. Dann melde ich mich, wenn es was Neues gibt. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Mit dem vollständigen Namen der Frau kann ich endlich ausfindig machen, wo sie wohnt. Und dann werde ich ihr persönlich eine Abmahnung überbringen. Sie muss sich verpflichten, es zu unterlassen, unwahre Behauptungen über meinen Mandanten zu verbreiten. Und wenn sie mir die Unterlassungserklärung nicht unterschreibt, dann landet die Sache vor Gericht. Isabella Schulien hat die Adresse von Anja Ort herausgefunden. Da sie die Dame nicht zu Hause angetroffen hat, erkundigt sich die Anwältin bei einer Nachbarin. War denn die Mitbewohnerin von der Frau Ort auch nicht da? Nein, leider nicht. Aber ich probiere später noch mal. Die waren doch beide auf der Bowlingbahn in der Schmidtstraße. Versuchen Sie es doch dort mal. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank für den Tipp. Gerne. Schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Hallo, was kann ich für Sie tun? Isabella Schulje, mein Name. Ich bin die Anwältin von Kai Weiland. Ah, jetzt hat er auch noch eine Anwältin eingeschaltet. Ja, mein Mandant möchte, dass Sie aufhören, unwahre Behauptungen über ihn zu verbreiten. Er denkt, ich lüge. Scheiß Typ. 3 Monate macht er mir auf große Liebe. Jetzt, wo ich schwanger bin, lässt er mich hängen. Er hat mir immer wieder versprochen, sich von seiner Frau zu trennen. Haben Sie überhaupt irgendwelche Beweise für diese angebliche Beziehung? Die habe ich. Aber die muss ich Ihnen nicht zeigen. Sie sollten Ihrem Mandanten besser raten, nicht handgreiflich zu sein. Er hat mich nämlich geschubst. Er soll froh sein, dass ich ihn nicht anzeige. Um was geht es Ihnen? Um Geld? Was? Nein. Ich will mich von keinem nicht länger verarschen lassen, das ist alles. Was haben Sie vor? Ich habe Ihnen alles gesagt, ich muss jetzt weiterarbeiten. Eins hätte ich noch. Ich habe hier eine Abmahnung für Sie vorbereitet, wenn Sie so freundlich wären, eine passende Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Eine Abmahnung? Ja, damit verpflichten Sie sich, es in Zukunft zu unterlassen, zu behaupten, Sie hätten mit meinem Mandanten eine Affäre gehabt und seien schwanger von ihm. Ich lüge nicht. Und das hier unterzeichne ich auch nicht. Gut, wie Sie meinen. Wir können die Sache auch vor Gericht klären. Oder? Wissen Sie was? Ich unterzeichne. Besser ist es. Aber dann bekommt er sein Kind nie zu Gesicht. So, damit ist klar.
dass Sie ab sofort keine dieser Geschichten mehr über meinen Mandanten erzählen. Und falls doch, dann droht Ihnen ein saftiges Ordnungsgeld. Und sollten sich Ihre Geschichten als Lügen entpuppen, dann sind Sie wegen Verleumdung dran. Schönen Tag noch. Frau Schulin, hallo. Hallo, Herr Weiland. Sind Sie im Restaurant? Nee, ich bin gerade mal bei unserem Haus. Ich muss mit Steffi noch mal reden. Verstehe. Ich habe übrigens gute Nachrichten. Anja Ort hat die Unterlassungserklärung unterzeichnet. Ah, das heißt, dass sie also ihre Lügen zugibt, ja? Das nicht, aber zumindest darf sie in Zukunft diese Geschichten über sie nicht mehr in der Öffentlichkeit verbreiten. Okay, sie bleibt dabei? Wieso? Was will die denn jetzt? Das ist die große Frage. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie Ihnen und Ihrer Familie schaden will. Ja, wieso schaden? Ich kenne diese Frau nicht. Was soll ich denn getan haben? Denken Sie noch mal drüber nach. Und ich werde auf jeden Fall weiter nach Anja Ort recherchieren. Und wenn ich was gefunden habe, dann melde ich mich bei Ihnen. Okay, bis dann. Tschüss. Machst du bitte mal auf? Steffi! Was willst du? Wir müssen reden, Steffi. Ich will aber nicht mit dir reden. Es gibt Neuigkeiten, Steffi. Wichtige Neuigkeiten. Tatsächlich. Steffi, diese Frau hat eine Abmahnung unterschrieben. Das heißt, sie darf keine weiteren Lügen verbreiten. Und es sind Lügen, die sie verbreitet. Nur weil sie das unterschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass sie lügt. Tut sie aber. Aha, ja. Lass uns reden drin. Ja. Steffi, diese Frau hat diese Abmahnung unterschrieben. Jetzt kriege ich sie dran. Ich habe sie schon mal gesagt. Nur weil sie das unterschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass sie lügt. Tut sie aber. Was kann ich denn machen, damit du mir glaubst, Steffi? Steffi, Steffi, nicht, bitte. Nicht. Oh Mann, ohne dich ist alles so leer, voller Chaos. Jetzt habe ich noch Ärger in der Arbeit, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Was ist denn passiert? Das willst du alles gar nicht wissen. Musst du dir Sorgen wegen des Geschäftsführerpostens machen? Nein. Ich krieg täglich neue Rechnungen und ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir das bezahlen sollen. Wenn du den Posten nicht behalten kannst, können wir gleich hier aus dem Haus wieder ausziehen. Falls es überhaupt eine gemeinsame Zukunft gibt. Ach, jetzt hör doch auf. Klar gibt es eine gemeinsame Zukunft für uns. Steffi, ich werde diese Frau als Lügnerin entlarven. Dann tu das. So schnell wie möglich. Darauf kannst du dich verlassen.